Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge Factorio Voptorio 2 mit mir, eure Belyria und Opa Zockt. Mahlzeit? Genau. Ich habe ein Problem. Jetzt hat es meinen Zug betroffen. Jetzt hat mein Zug keinen Treibstoff mehr. Das liegt daran, weil wir keine Tankstelle haben. Zumindest keine offizielle Tankstelle. Oh, ernsthaft, Bottis? Das war echt unnötig. Oh, Mammon, habe ich noch genug? Habe ich noch also Eisen? Echt jetzt? Ich habe kein Eisen. Oh ja, beliefert mich, meine Kinder. Stahl wird mir sogar geliefert wieder. Okay. Es ist gerade überraschend. Also haben wir wohl wieder, wie es aussieht, Stahl im Petto. Die Stahlkiste ist vollgelaufen, Opa. Da wollte ich nicht lang. So, warte mal. Hier ist Raketentreibstoff. Ist auch vollgelaufen. Wir haben jetzt hier Produktivität, Geschwindigkeit, Energieverbrauch. Was haben wir? Der Anzahl Effektempfänger. Okay. Stecke ich irgendwo fest. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. So. Warte mal, Zug. Bitte mal stehen. Der Kupferzug. Was ist los mit euch, Jungs? Der Kohle. Der Kohle. Ist blau. Blaues Signal. Warum? So, also die Züge hier oben werden jetzt automatisch getankt. Ich gucke gerade, wo du bist. Okay. Seh dich. Irgendwann. Gehen. Hier ist jedenfalls das. Ach, da bist du. Okay. Die Tankstelle sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ach, da. Ja, sehr gut. Zentrale Stelle, genau wie ich gemeint habe. Ja, hier sollten sie eigentlich alle betankt werden. Hier werden sie alle betankt. Alle Züge, die Kupfer und Eisen liefern, werden hier betankt. Hast du denn den Fahrplan hinzugefügt in Aktivität? Nein, niemals in Aktivität. Weil, wenn man einen Zug zu wenig Eisen anliefert, dann fährt er sofort los, sobald der Waggon leer ist, dann läuft irgendwann der Treibstoff leer. Und dann hast du Pannen. Wieso soll der Treibstoff leer laufen? Ganz einfach, weil dann der Zug nicht wartet, bis er fertig betankt wurde, weil irgendwann ist die Kohle verbraucht. Warum soll die Kohle verbraucht werden, wenn er nicht fährt? Es reicht, wenn der Zug rollt, wenn nur noch, keine Ahnung, wenn die Waggons halb voll sind. Er verbraucht mehr Treibstoff, als er braucht, also als der Greifarm schafft, obwohl, warte mal, vergiss es, ein Stapelgreifer. Der nimmt 16 auf einmal, vergiss 17. es. 17 sogar. Ja, wunderbar. Das reicht völlig. Das passt. Also eigentlich sollten die Züge nicht hier in Schlange warten. Das wird sowieso jetzt hier. Das alte Kohlefeld ist komplett abgelaufen, leer gelaufen. Okay.
Die Verteidigung oben, die steht. Jetzt kümmere ich mich um ein neues Kohlefeld. Na komm, von mir aus habe ich abgerupt, ist egal. Gut, das heißt, in den Kreisverkehr müssen auf jeden Fall dann halt noch mehr Signale rein, dann irgendwann. Da oben brauchen wir noch rote Kisten dann. Ich werde hier das Gleis, ich werde hier das, des Zugs, also hier die, die Schleife ein bisschen modernisieren. Hat sowieso keinen Zweck. So. Ah, ich könnte Gleise gebrauchen. Ich brauche Gleise. Modernisieren wir das ein bisschen, dass die Züge nicht so überall rumstocken, rumstehen. Wupp. Ah, zu wenig. So, die Stahlanlage läuft ja auch vernünftig. Sehr gut. Ist jetzt hier 500.000 Stahl sind jetzt hier oben übrig. Dann komme ich doch gleich mal gerne mal vorbei und hole mir was ab. Ja, und unsere Eisenschmelze interessiert das im Endeffekt überhaupt gar nicht. Das heißt, sie produziert so viel nach. Ist doch saugeil. Kupfer ist auch vollgelaufen komplett. Brauchst sowieso noch Hangare. Brauche ich Schaltkreise. Ich mache gleich mal Schaltkreise und Stahl haben wir auch. Wunderbar, so, das läuft jetzt hier. Da war das, genau. Haben wir schön dran vorbeigelaufen. Ups. So. Okay, ist mein Stahl wieder leer. Kein Problem. Meine Baudrohnen. Die Reparatur. Euch die Frames. Ich puffer mal ein paar Frames, damit man sich die Drohnen leichter herstellen kann. Hiermit, damit. Ich denke mal, eine Reihe mit Frames reichen aus. So, ich nehme welche mit. Ein paar Baudröhnchen bauen. Wow, schnell verbraucht. Moment mal. Ah, eine Rakete geht ab. Auch nicht schlecht. Flieg, Rakete, flieg! Hui! Schön. Guck mal, was sie für eine Produktivität hat, ne? Oh! Verlangsamt zwar die Produktion, aber es macht letzten Endes mehr. Wir kriegen, glaube ich, sowieso nicht so viel Material da rein, als dass das auch mit Höchstgeschwindigkeit laufen könnte, ne? Das läuft mit Höchstgeschwindigkeit, weil das die Warp-Module sind. Guck mal, die Produktivität ist höher als wie wir überhaupt machen.
Das zeigt mir aber an, Produktivitätsmodul 3, aber nicht Warp-Module. Warp-Module sind aber hier drin. Ja, in dem Beacon. Ja, und wie weit geht der Beacon? Über die ganze Ebene? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Könnte noch so ein Warp-Beacon gebrauchen. Schade, dass es so einen nicht gibt. Das geht ja selbst mit der Forschung, ne? Aber ich glaube, ich weiß, was du mir in der letzten Folge einmal gemobst hast, wo du sagtest, du wüsstest es nicht mehr. Du hattest mir Bauroboter gemobst. Nein, ich habe dir ein Lagerhaus gekauft. Ah, okay. Ach ja, stimmt. Ihr bekommt ja die geilen Montagemaschinen 3 für Baumaterial mit geringer Dichte, bekommt ihr auch hier Produktivität ab. Ja, sicher, das kriegen die diesen ganzen Umkreis ab. Hattest du nicht gesehen? Ja, eine Herstellrate von 210%. Produktivität 80%. Was für eine Herstellrate haben die? Herstellrate 210%, also 3,875. Das geht noch besser. Das will ich sehen. Ah, die Module austauschen gegen die Dreier. Geil. Ja, sehr schön. Wie die Dinge abgehen. Schön. Warpboiler Gigaflor West beendet. Wunderbar. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Platz unten im Keller. Wir nähern uns wirklich ziemlich steil dem Ende. Es sind noch einige Forschungen da, aber auch die haben wir doch, denke ich mal, relativ ratzfatz durchgeforscht. Oder wie siehst du das? Nerd. Nerd. Okay, ich sehe, was wir ein Problem haben. Unsere Energieversorgung bricht zusammen. Ich würde mal sagen, wir brauchen mehr Reaktoren. Du kennst dich damit besser aus. Reaktoren, ne? Oh, ich sehe. Ja, wir brauchen definitiv mehr Reaktoren, weil die anderen kriegen nicht genug Hitze. Nein, wir brauchen mehr Wasser. Oh. Verdammt. Oh, verdammt. Na gut, wir haben jetzt hier unten ja auch noch mehr Platz. Und da hinten auch noch mehr Platz. Können wir noch mal ein paar Reaktoren reinbasteln. Ich könnte höchstens versuchen, noch ein bisschen Wasser nach rechts zu transportieren, weil Wasser muss ja als allererstes nach rechts hin. Ich verleg mal ein paar Rohre, dass wir noch Wasser dahin. Alles gut. Nein? Alles gut hier. So, hier. Links und rechts zwei Reaktoren und los geht's. Oh. Einmal da noch einen rein, einmal hier unten noch einen rein. Okay. Wieso reißt dann du die... Das passen. Wieso reißt du die Anlage ab? Brauchen wir noch irgendwo Munition? Ja, für die Militärforschung, es sei denn, wir haben sie alle durch. Ich denke mal nicht, dass wir noch irgendwas zur Militärforschung brauchen. Ja, dann kannst du sie abreißen. Dann ist sie völlig irrelevant. Ja, ich sehe es gerade.
Begleitroboteranzahl brauchen wir nicht. Die weitere Projektilschadenforschung brauchen wir nicht. Genauso wie die Energiewaffenschaden etc. etc. Brauchen wir alles nicht. In der Energiewaffenschaden könnte man eventuell. Ja, weil du die Anlage abgerupt hast, wird das wohl schlecht gehen. Wo ist denn hier unsere Kiste mit den. Da. Na, wir haben ja noch 3600 Flaschen, haben wir ja noch hier rum. Eiern. Also du sagst, ich soll mich nicht um Wasser kümmern, was rechts angeht. Nö, mach Wasser nach links und nach oben, nach links und nach unten. Das sollte reichen. Eigentlich hatte ich andere Pläne, aber dann wären meine anderen Pläne über den Haufen geworfen. Gut, dann baue ich jetzt mal, versuche jetzt mal einen Kernreaktor zu bauen. So, jetzt haben wir hier auch noch eine riesengroße neue Möglichkeiten da oben. Brauche erstmal Beton, Stahl, Plastik, Kupfer. Das Übliche. Alter Schwede, ey. Anderes hier machen, oder? Das geht mir ein bisschen auf den Zwirn. So. Plastik. Auch in Opa in deiner Sammelkiste ist Plastik. Ich bediene mich mal daraus. Hast du auch zufälligerweise Beton in deiner Kiste? Wo sind die? Rohre nehme ich mir raus. Wärmeleitungen nehme ich mir raus. Raketentreibstoff. Sowieso Opas Müllkiste, wenn es darum geht. Man braucht das Zeug nie wieder. Und bauen wir damit enger die Stellen. Ich hätte doch hier irgendeine Kiste hingepackt. Für Baumaterial aber nicht da. Was ist mit dem Notstrom? Der läuft der überhaupt noch? Nö. Ups, deswegen läuft er nicht mehr. Weil keine Kohle. Den muss ich eben in Ordnung bringen. Ich muss mich kurz um die Notstromanlage kümmern. Ist das lächerlich, ey. Was? Okay, machen wir halt mal. So nebenbei mal eine Forschung nach da oben, mal so nebenbei eine Forschung nach da unten. Jetzt haben wir hier. komm mal auf meine Ebene hier, wo die Produktion und sowas alles läuft. Ja, muss ein Momentchen warten. Weil ich muss hier erstmal gerade was einstellen. Weil Notstromanlage ist ausgefallen. Das ist sowas, aber wirklich sowas von lächerlich. Basissekundärkraftwerk. So, hol ab. Einfach meine Produktivität hier. Hättest mal sehen sollen. Mein Zug gerade so richtig buff mitten durch die Aliens durch. Hat man eben aufgeräumt. Fährst du nicht? Rot, sagt er. Warum rot? Was zum Henker ist hier wieder kaputt? Wieso fährt der Zug nicht?
Ich weiß warum. Da muss ich mich drum kümmern. Ach ja, Aliens, lauf mal ruhig durch mich durch. Bin ich eigentlich nochmal ein Level aufgestiegen, frage ich mich gerade. Ja, ich habe noch 2 Punkte zu Tatsächlich. vergeben. Ich gehe auf kritischen Schaden. Hat sich rentiert. Ich habe jetzt Crafting Speed auf 20, Inventory Size auf 20, Movement Speed auf 8, Damage Bonus auf 10, Critical Hit auf 6. Oh, Alter. Das ist nicht normal. Sondern macht mal vor, dass der Zug losfährt. Ich brauche das Zeug. Oh, ich habe eine ganz böse Ahnung, was er macht. Oder auch nicht. Schön. Notstrom läuft auch jeden Moment wieder an. Weg ist er. So, welche Ebene sollte ich kommen? Auf die Ebene, da wo es produziert wird. Ja, bin ich. Ja, drück mal M. Oh. Okay. Schön. Brauchen wir Platz überhaupt noch, weil wir hier einen Heimatplaneten haben? Nö. Und warum geforscht? Weil wir es können. Ja. Schön. Schöne Sache. Schöne Sache. Hä? Kommt gar keine Raketentreibstoff mehr? Doch. So, ich meine, wir müssen das Gleissystem ein bisschen modernisieren, weil das muss modernisiert werden. Ich will mehr Zugeffizienz. Falsch. Okay, das könnte man theoretisch dort. Nein, das war falsch. Okay, machen wir das einfach mal. Komm mal mit. So, schmeiße ich mal mit hier. Außerhalb der Bauroboter. Gehen wir mal hier hin. Aber Roboter halt mal aufzubauen, ich sehe nichts mehr.
Huch. Von mir aus. Oh, ist sowieso nicht mehr weg damit. Output. So, jetzt habe ich den Stau ein bisschen aufgelöst. Jetzt fahren die Züge ein bisschen sanfter. Eisenplatten, Eisenplatten. Das gehört da gar nicht dazu. Das war falsch gebaut. Na komm. Aliens, es ist völlig wurscht, wie ihr fahrt, wie ihr heranrennt. Ihr werdet so oder so zerschnetzelt. Gut. Das hätten wir. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das andere wieder. Auch Beton. So. Stahl und Opa. Ein Kernreaktor, oh, nochmal Eisen. Und Plast, nee, Waldkreise. Okay, Schaltkreismangel haben wir auch. Was für ein Schaltkreismangel? Rote Schaltkreise. Brauche ich Plastik wenigstens. In einer Gerümpelkiste habe ich noch Plastik gesehen. Das brauchst du ja sowieso nicht mehr. Ein Atomreaktor. So, ein Lagerhaus, ein Warenhaus. Fehlt mir. Nein, Ziegelsteine. Genau das, was ich nicht habe. Dann komm, baut die Strommasten. Wo haben wir Ziegelsteine gehabt? Ziegelsteine, Produktionsebene oben rechts. Ich muss ja mal gucken, zumindest. Ob wir ihn auch. Ob wir hier noch. Ach hier, da ist noch alles voll mit Ziegelsteinen. Keine Strommasten mehr, wa? Oh, die roten Schaltkreise herzustellen, das ist ja super nervig. Aber ich kann die Rohre vielleicht schon mal ein paar legen. Ne, Wasserpumpen brauche ich erstmal dafür. Pumpen. Eisenplatten. Ich brauche ganz viele Eisenplatten. Wie gut, dass wir hier Möglichkeiten haben, Eisenplatten zu klauen. Oh, jetzt habe ich mir vielleicht ein bisschen viel Eisenplatten geklaut. Brauchst du Stahl? Stahl brauche ich immer. Dann hoffe ich, dass du Inventar brauchst. Im Moment ist mein Inventar ziemlich voll. Mit Eisen und Mauern.
Warte mal, ich kann Platz machen. Weil ich habe Sachen in der Tasche, die ich gar nicht mehr brauche. Wo bist du eigentlich? Auf der Produktionsebene. Und jetzt bin ich wieder in der Kraftwerksebene. Ich habe ein paar Slots frei. Okay. Oh. Dankeschön. Damit lässt sich doch was anfangen. Das war die halbe Stahlproduktion, die wir da oben jetzt schon haben. Nicht übel. 12.000 Stahl liegen da oben rum. Nicht übel. Ein paar Wärmeleitungen produzieren. Weil die brauchen wir sowieso. Dann brauche ich ein paar Dampfturbinen. Dann brauche ich ein paar Wärmetauscher. Oh, ich bleibe immer hier vorne stecken. Ich brauche mal... Was brauche ich dafür überhaupt? Okay, Rechner habe ich auch keine. So, die da, dafür brauche ich. Achso, 1er Speed Module. Warte mal, 1er Speed Module haben wir doch irgendwo hier gehabt, oder nicht? Braucht ihr nicht für irgendeine Produktion? Und jetzt war 1er Produktivitätsmodule, ne? Ah, doch. So, Zug, warum bleibst du jetzt schon wieder stecken? Was ist schon wieder kaputt? Ich hab das doch da oben... wow, das war gerade... Das war gerade sehr heiß. Ohne den Scheiß, ich baue das hier gleich alles zweigleisig. Ich mag das nicht, dass die Züge dauernd hängen bleiben. Vor allem hier im alienverseuchten Gebiet. Was machst du? Ich mache auf jeden Fall zwei Gleise hier. Wie mache ich das jetzt am einfachsten? Schön und gut mit Türmen. Ich kann ja gerade nichts bauen. Ich habe keine Strommasten, nichts mehr. Ich bin gerade in der Produktion von Atomkraftwerken. So, dann bauen wir hier mal so eine Allee für Wartezüge. Aha. Ja. Und weil wir liebend gerne immer Aliens mögen. Machen wir hier so schöne Begrüßungs. So. Da freuen sich doch die Aliens. Ja, das würde ich auch mal sagen. Da freuen sich die Aliens garantiert. Und weil wir richtig geil sind, sagen wir, und richtig freundlich zu den Aliens, schießen wir Lyri erstmal weg, wenn er nicht aus dem Weg geht. Geht so einfacher. So, liebe Aliens, bitteschön. Und wenn er jetzt nochmal rumzickt, dann wollen wir noch mehr hin. Okay. Ich würde sagen, mit dem Bild werden wir uns mit dem Schussvorhang jetzt erstmal verabschieden. Oh Gott. Ja, wir haben mittlerweile so viele Geschütztürme, dass wir wirklich die Dinger schon kacken können, wa? Kommt, liebe Aliens! Yo! So, aber liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit diesem Bild von euch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!
Ciao, Leute. Tschüss.